Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 12. April 2019 nach tibetischen Astrologie, das was sich jetzt ändert, dass ich in der Zukunft über tibetischen Astrologie spreche. Viele, viele von euch haben meine täglichen Horoskopen vermisst und ich war wirklich und bin ich immer noch mit Herz und Seele dabei und ich zeige eine neue Richtung und das ist die tibetische Astrologie. Aber bevor ich starte, möchte ich ein paar Dinge klären. Vor einigen Stunden habe ich eine Kopie erhalten, also jemand hat mir per E-Mail diese Kopie gesendet. Ich wurde in Facebook bloßgestellt. Ich wusste, dass das so kommt, also es war keine Überraschung, aber in dieser Kopie wurde beschrieben mein Name, meine Herkunft und das möchte ich jetzt mal klären. Mein Name Dendera Susanna Medici ist ein Künstlername. Ich habe diesen Künstlername vor einigen Jahren beauftragt und auch genehmigt bekommen. Und dieser Künstlername darf ich benutzen. Dieser Künstlername steht sogar in meinem Personalausweis. Das war die Dankbarkeit für diese wirklich Dynastie, diese Familie Medici, weil sie haben so viele Künstler unterstützt im Renaissance und da fühle ich mich zu diesen Menschen, zu dieser Familie verbunden. Das ist die Kunst, das Kunst, was ich auch bewundere. Name Dendera ist ein Ort in Ägypten, da ist ein Tempel, ein Hathor-Tempel. Und dort sind die ersten astrologischen Aufzeichnungen gefunden. Und dieser Name entstand von meinen Gefühlen. Und ich liebe das auch, diesen Namen zum Tragen. Meine Herkunft wurde auch in Frage gestellt. Ich habe persische Herkunft und das ist tatsächlich eine Königsfamilie. Suraya Tarsi ist die oder war die Königin von Afghanistan. Sie ist zwar geheiratet hat in dieser Königsfamilie, aber ich bin mit Suraya verwandt. Mein Name ist, mein richtiger Geburtsname ist Tarsi und das kann ich belegen. Und das ist die Herkunft. Dann wurde ich kritisiert, warum ich Nadine Breitenstein ihre Bilder verwende. Punkt 1, es sind nicht ihre Bilder. Die Bilder kann jeder kaufen, das habe ich auch getan. Aber mal ganz ehrlich, ich hätte diese Bilder niemals veröffentlicht, weil so viel Respekt habe ich andere gegenüber. Aber das hat auch eine Vorgeschichte. Ich hatte ein Legesystem und dieses Legesystem hieß Das Geheimnis der Hohepriesterin von Avalon. Und da kann schon Andeutungen für eine Anzeige, womit ich auch gerechnet habe, weil dieses Legesystem, das Geheimnis der Hohepriesterin, kommt ursprünglich von Hayao Banzhaf. Und ich habe aus Vorsicht dieses Legesystem rausgenommen und ich habe das Bild verändert. Und dann kam bei mir dieser Gedanke, jetzt setze ich Grenzen und tausche ich die Bilder aus. Die Bilder, was ursprünglich war, diese Expresslegung, das Geheimnis der Hohenpriesterin von Avalon, habe ich raus und ich habe die Bilder reingetan. Ich habe heute Mittag meinem Mann gesagt, du, ich glaube, es ist besser, wir nehmen die Bilder raus. Sie darf das nützen in ihren Legensystemen, in ihren Tasse und ich mag was Eigenes. Und er sagte zu mir, nein, das magst du nicht. Du zeigst jetzt die Bilder
Und habe ich gesagt, ja, irgendwie hast du auch recht. Also das ist die Geschichte dazu. Und noch etwas. Vor ein paar Tagen habe ich ein Video veröffentlicht und es ging eigentlich gar nicht um mich, sondern eine Kollegin, eine Kartenlegerin. Sie hat eine Abmahnung erhalten von einem Rechtsanwalt, beauftragt von Nadine Breitenstein, weil in ihren Webseite Fehler gefunden wurde. Und da habe ich eine Spendeaktion aufgerufen. Sie meinte, sie braucht noch nicht, erst dann vielleicht, wenn sie das zahlen muss, diese Rechnung. Daraufhin habe ich heute per E-Mail auch eine Abmahnung bekommen, weil in meiner Webseite auch Fehler gefunden wurde. Und diese Abmahnung, Strafgeld in die Höhe von 1300 Euro, soll ich jetzt zahlen. Und wie ich das mitbekommen habe, ich bin nicht die Einzige, sondern einige Kartenlegerinnen haben auch Abmahnung bekommen. Wie das weitergeht, mein Mann setzt sich gerade mit Anwälten in Verbindung. Ich finde das so verlorene Zeit, weil könnten wir in dieser Zeit wirklich was Wertvolles tun und nicht mit solchen Dingen jetzt beschäftigen. Und was für mich persönlich jetzt wichtig ist, die Ruhe bewahren, weitermachen. Und mein Mann klärt das alles. So viel Vertrauen habe ich an ihm und er kennt sich da aus. Und dann schauen wir, wie das weitergeht. Und jetzt zu dieser tibetischen Astrologie. Die Energie, was wir heute haben, löst etwas aus. Eine alte Muster wird aufgelöst. Und kommt eine neue Zeit, wir werden auch neue Richtungen bestimmen, neue Ziele setzen. Wir befinden uns in einem Monat und das dauert bis 4. Mai 2019. Bei tibetischer Astrologie geht die Monatsrechnung von Neumond bis nächsten Neumond. Und in diesem Monat ist für uns also bis 4. Mai ist sehr kraftvoll, mächtig und wir stabilisieren etwas. Wir werden schon auf die Probe gestellt in dieser Zeit, dass wir nicht unsere egoistischen Ziele verfolgen, sondern wir zeigen, dass wir für andere da sind. Heute ist ein Halbmond und Halbmond ist immer Spannung, egal welche Astrologie man das betrachtet. Und es ist wichtig, etwas ausgleichen, dann ist auch wichtig, die inneren Gleichgewicht zu bewahren. Dieser Halbmond, was wir heute haben, wird von Stern Alhena bestrahlt. Und das bedeutet, übersetzt dieser Name von diesem Stern, ein Zeichen setzen, das ins Licht zu bringen, das präsentieren. Außerdem Sirius bestrahlt auch die heutigen Mondenergie und Mond reflektiert uns das auch weiter. Und Sirius ist das hellste Stern überhaupt im Himmel und zeigt auch Richtungen, Glanz auch. Und das ist wichtig, die inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht bewahren, trotz Spannung, Zeichen setzen, das ins Licht zu bringen, im Glanz zu bringen. Die heutige Energie, die Richtung ist nach innen und das ist wichtig, zurückziehen, die Ruhe bewahren, meditieren. Und jetzt zu diesem tibetischen Zeichen hier. Oben ist ein Zeichen und das, was wir nach außen präsentieren, nach außen tragen und das ist eine Tür und das sind neue Möglichkeiten, neue Chancen. Und hier verdreht sich die Erde-Element und Holz-Element, vermischt sich die beide. Und das bedeutet Sicherheit, Stabilität, aber auch Wachstum, das, was sich gerade tut, was jetzt gerade sich öffnet. Und diese Figur hier, das, was die heutigen Tag beherrscht.
Und hier vertreten auch die Elemente. Wieder die Holzelemente, die Wachstum, die Ideen und Gedanken. Und das Kleid von diesem Hase symbolisiert die Erdeelemente. Das ist die Basis, das ist die Fundament, dass wir neue Ideen, neue Gedanken haben und das vermehrt sich auch, das ist auch die Wachstum und das Befestigen, das Stabilisieren und die Energie von außen, das ist wie diese Feuer, das begeistert aber auch anderen und sie werden diese Ideen, diese Gedanken auch übernehmen, weil die sind davon überzeugt, dass das richtig ist. Die beiden Jahrgänge 1939 und 1999, sie stehen im Einklang im heutigen Tagesenergie. Das ist ihren Tag auch. Und bei Jahrgängen 1939 ist das Glückszahl heute die Zahl 4. Und das bedeutet auch Sicherheit, Stabilität, Struktur und diese Richtung haben gerade Glück, die Jahrgänge von 1939. Und wichtige Zahl ist für sie ein Schicksalszahl, ist die Zahl 1, Schritte machen, selbst die Entscheidungen treffen. Und Jahrgang 1999, sie haben ihre heutigen Tagesenergie. Das ist was Persönliches natürlich. Das Glückszahl ist die Zahl 7 und das bedeutet, eine neue Phase beginnt, aber etwas zu Ende bringen, etwas zum Ende bringen und dann vorbereiten für etwas Neues. Und da sind die Chancen und Möglichkeiten, da öffnet sich eine neue Tür und besonders für die Jahrgänge, die 1999 geboren sind. Und die Schicksalzahl ist die Zahl 4 und das heißt, besonders was die Finanzen betrifft und die beruflichen Situationen betrifft, dass es wirklich Stabilität kommt und Struktur. Und auch die Elemente, weil das gibt in tibetischen Astrologie auch. Wir haben die Feuerelement und hier bewegt sich Uranus und bringt gerade Umbrüche, Veränderungen in Tierkreiszeichen wieder, auch Neuanfang. Hier im Feuerelement haben wir Jupiter, Saturn und Pluto und das bedeutet Chancen, Möglichkeiten, etwas vermehren oder gute Kontakte haben im Ausland, etwas in Bewegung setzen, dann ist es auch gut Sport, Bewegung oder Auto kaufen, verkaufen oder Führerschein machen, ist auch wichtig. Dann Pluto und Saturn Energie zeigt sich auch, wie wichtig ist, etwas zu Ende bringen, etwas in Form zu bringen und sortieren, was sollen wir behalten, was sollen wir loslassen oder trennen und all das aber mit einer Begeisterung. Und die heutige Mondenergie, das ist hier im Zwillingen, das ist dieser Halbmond, was wir heute haben. Die Berechnung ist in tibetischen Astrologie genauso wie bei indischen Astrologie auch. Sie haben das übernommen und das wird von Alhena bestrahlt, die heutige Mond. Und das heißt ein Zeichen setzen. Und auch Sirius hat auch einen Einfluss auf den heutigen Halbmond und das, wie ich schon sagte, diesen Glanz zu bringen, etwas ins Licht zu bringen. Und es ist wichtig, auch die Zwillingsenergie bewusst zu sein mit unserem höheren Bewusstsein. Die Geschichte erzähle ich immer wieder von Castor und Pollux, wie wichtig ist auch unsere Seele kümmern. Und zurückziehen, meditieren, diese Quelle brauchen wir, auch dieses Bewusstsein brauchen wir. Weil dann spüren wir diese schöpferische Energie, diese göttliche Energie. Im Wasserelement, und das hat mit unseren Gefühlen etwas zu tun, ist Merkur und die Sonne. Das handelt sich um Gespräche und das ist sehr gefühlsvoll. Das kommt alles auch im Fluss. Und die Monatsthema zeigt auch die Tierkreiszeichen Fischen.
Und das bedeutet auch in Vertrauen bleiben, Vertrauen, das Fluss des Lebens. Wir brauchen auch Kraft, Vorstellungskraft, Überzeugungskraft, dass es wirklich alles im Guten wenden. Und das ist die Energie, was Sonne und Merkur hier ausstrahlt. Und bei Merkur natürlich das zum Lernen, wie wichtig das ist, dieses Vertrauen zu haben. Und die Mars-Energie ist hier im Stier, und Mars bedeutet hier, die Männer brauchen die Ruhe, die möchten gerade das Leben genießen. Und über den Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus in tibetischen Astrologie auch. Sie haben zwar andere Begriffe dazu, aber ist auch Venus, und hier ist die Liebesplanet, und das sind die Bedürfnisse, die Männer, und dieser Mondhaus, wo gerade Mars bewegt, zeigt, wie wichtig das ist für die Männer, die Liebe, die Partnerschaft, das zu genießen, zur Ruhe kommen oder neu verlieben oder Gefühle zeigen. Und das war die tibetische Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici, gebürtige Tarsi. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht, und diese Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse, und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.